Am Freitag möchte ich bei Softwarearchitektur im Stream über funktionale Programmierung und Beating the Average sprechen. Es geht einmal um so ein paar abstrakte Grundlagen von funktionaler Programmierung und dann insbesondere um das Paper Beating the Average von Paul Graham. Da geht es darum, dass Paul Graham seine Erfahrung mit funktionaler Programmierung und insbesondere die kommerziellen Vorteile, die er dadurch erreicht hat, darstellt. Paul Graham ist heute für zum Beispiel Y Combinator tätig, ist also in diesem VC Angel Investor Bereich aktiv und ich möchte auch noch der Frage nachgehen, warum funktionale Programmierung immer noch nicht die Welt dominiert. Ich freue mich auf viele Zuschauer und Zuschauerinnen am Freitag und viele Diskussionen und viele Fragen. Bis dahin.